Ei, was haben wir da wieder da? Das nächste Acer Nitro. Herzlichen Glückwunsch. Und zwar haben wir bei dem wieder dasselbe Problem wie bei allen. Es geht nicht an, es zeigt keine Reaktion, was normalerweise eigentlich ein relativ schlechtes Zeichen ist bei den Dingern. Ich steck's mal gerade ein und wir schauen mal, was passiert. 18, 19. So, und wir haben jetzt hier bei den Ampere, also beim Strom, der gezogen wird, überhaupt gar keine Reaktion. Normalerweise sollte ja hier so ein kleines Zucken von 5, 6, 7, 10, 14, 15 Milliampere sein, um halt einfach zu signalisieren, dass der Super-I/O versorgt ist und arbeitet. Das ist nämlich so der klassische Betriebsstrom vom Super-I/O-Chip im Ruhezustand. Wenn hier 0,0 stehen, kann das meistens zwei Gründe haben. Klar, es kann immer viele Gründe haben, aber meistens, also ich würde jetzt davon ausgehen, Punkt 1, es ist irgendwo ein Kurzschluss auf dem Mainboard, also auf der 19 Volt Power Rail. Das führt dazu, dass die ersten beiden MOSFETs, also die Eingangs-MOSFETs sozusagen von der Hauptspannungsversorgung, dass die das erkennen und dementsprechend nicht durchschalten. Die 19 Volt bleiben sozusagen bleiben dann am ersten MOSFET hängen und es wird das weitere Board nicht versorgt, aus Schutz einfach für das Board, aus Schutz für den kompletten Rest. Zweite Möglichkeit ist, dass der Super-IO-Chip einen Defekt hat oder dass die Spannungsversorgung vom Super-IO-Chip kurz geschlossen ist, also der 3,3 Volt LDO-Chip, dass der einen kurzen hat und damit halt die Spannung nicht fließt, der Super-IO-Chip nicht versorgt wird und wir sozusagen dann auch 0,0 Volt Ampere haben, also gar kein Strom gezogen wird. Ich baue es weiter auseinander und dann schauen wir, wie es weitergeht. Hier haben wir das Mainboard ausgebaut. Ich stecke mal hier wieder ein. Kurzes Zucken und wir haben wieder 0,0. Überhaupt gar nichts. Dann schauen wir mal mit dem Multimeter, wo wir hier die Spannung verlieren, wo das Problem liegt. Die MOSFETs sind hier auf der Rückseite, glaube ich, bei dem Modell. Und zwar hier. Eine Messspitze auf Ground, mit der anderen gehen wir hier auf den. Kriege ich das irgendwie größer? Gehen wir hier auf den ersten MOSFET drauf. 19 Volt. Ausgang erster MOSFET, 19 Volt. Ausgang zweiter MOSFET, 19 Volt. Widerstand, 19 Volt. Also die 19 Volt kommen auf dem Board an. Normalerweise sollte jetzt eigentlich der Super-IO-Chip über den 3,3 Volt LDO-Chip versorgt werden. Super-IO-Chip liegt in dem Fall hier. Und wir können jetzt hier zum Beispiel mal hingehen und am Power-Button, der kommt ja hier über das Tastaturflachbandkabel aufs Mainboard drauf und liegt normalerweise beim Acer Nitro hier. Jetzt haben wir hier 0,07 Volt. Da müssten jetzt normalerweise auch 3,3 Volt anliegen, weil der Powerbutton auch mit 3,3 Volt versorgt wird. Dass wir jetzt hier so eine ganz komische niedrige Spannung haben, spricht dafür, dass irgendwo hier ein Kurzschluss auf der Line ist, auf der 3,3. Die Frage ist jetzt nur, wo? Ist der LDO-Chip defekt, der den hier versorgt, oder ist der Super-IO gegebenenfalls sogar defekt? Wir schauen, ob wir es herausfinden können. Also, ich steck's mal aus und dann schauen wir mal, ob wir hier irgendwo in der Gegend Kurzschlüsse messen können. Eine Messspitze auf Ground, Multimeter im Durchgangsmodus. Aha, hier haben wir den ersten Kurzschluss. Beziehungsweise mit 4,4 Ohm halt was Niederohmisches. Und das ist eigentlich schon ein ziemlich deutliches Indiz, dass der Super-IO-Chip hier einen Weg hat. Der hier auch. Der hier auch. Ja, also ich gehe davon aus, dass der Super-IO-Chip hier defekt sein wird.
Deswegen werde ich den jetzt als allererstes mal abnehmen. Jetzt habe ich hier ein bisschen das Problem, dass hier direkt neben dran Kunststoff ist. Muss mal gleich schauen, dass ich das irgendwie abklebe. Aber ich glaube, ich werde hingehen, um mir die Sache zu vereinfachen und werde das ganze Teil hier erstmal mit einem verbleiten Lot mischen, dass ich hier nicht mit so viel Hitze drauf muss, um das Board und die Komponenten außenrum einfach ein bisschen zu schonen. So, das Teil ist ab. Da ist mir jetzt hier wieder ein mega beschissener Fehler passiert, beziehungsweise Fehler. Manchmal kann man es einfach nicht vermeiden. Und zwar ist mir jetzt hier eine Leiterbahn abgerissen. Oh, sie ist sogar noch dran. Ich kann sie hier zurückbiegen. Trotzdem muss ich das gleich mit Dings fixieren. Ach, ich komme jetzt da drauf, mit UV-Lack. Ist jetzt kein Beinbruch, ist aber wie immer extra Arbeit und zieht die ganze Sache in die Länge und ist einfach nervig. Ach, Mann, das ärgert mich jetzt. Naja, egal. Manchmal kann man es einfach nicht vermeiden, manchmal passieren so Sachen. Ist nichts, was man nicht wieder hinbekommt. So, nochmal Glück im Unglück gehabt. Das Ding ist soweit wieder fix. Jetzt muss ich einen neuen Super-IO-Chip besorgen und dann geht's weiter. Gut, der neue Super-IO-Chip ist da. Sogar von einem deutschen Händler. Electronic Loop heißen die und auch einen eBay-Shop und alles. Da bestelle ich immer mal ganz gerne. Keine Verbindung an dieser Stelle, aber man kann es ja trotzdem mal positiv hervorheben. Die haben viele Chips, die man ansonsten nur aus China bekommen würde. Immer auf Lager und es geht natürlich schneller, wenn du von einem deutschen Händler einfach bestellst. Und jo, hier haben wir das Ding. Lass mich noch mal kurz drauf gucken, ob es auch tatsächlich derselbe ist. Aber KB9022QD, KB9022QD, jo, passt. Jetzt geht's an die Fummelarbeit. Leider immer bei so einem Super-IO-Chip. Manche machen es mit Heißluft. Ich mag das ehrlicherweise nicht so wirklich, das mit Heißluft zu machen, weil ich einfach keine Kontrolle habe, ob alle Pins sitzen. Man muss immer mit unheimlich viel Hitze aufs Board gehen. Deswegen positioniere ich mir den hier immer so zurecht und mache dann an den Ecken ein paar Pins fest und löte dann die restlichen per Hand. Ist halt eine ziemliche Friemelarbeit und dauert auch meistens recht lange, bis man dann jeden Pin in Position hat, keine Brücken eingelötet hat und auch wirklich, dass jeder Pin eine ordentliche Verbindung gemacht hat. Jo. Deswegen werde ich jetzt hier mal anfangen, das Ganze in Zeitraffer schneiden und ansonsten guckt sich das Video kein Mensch bis zum Ende an. So, das sieht schon mal relativ gut aus. Jo, dann geht's los mit dem Gefriemel.
So, neues Super iOS drauf, sind wir ein bisschen Fummelarbeit, aber gut, solange es am Ende funktioniert, ist es die Sache ja dann hoffentlich wert. Jetzt kurze Erfolgskontrolle. Wir schauen wieder auf Kurzschlüsse, die gegebenenfalls hätte ich vielleicht mal machen sollen, bevor ich den, beziehungsweise wo ich den abgelötet habe, bevor ich den neuen draufgepackt habe. Weil, wenn jetzt sich herausstellt, dass der Kurzschluss weiterhin besteht, war die Arbeit für die Füße. Ach ja, ist immer schön, wenn man so komplett abends, wo man eh keine Konzentration mehr hat, arbeitet. Was heißt arbeitet? Ist ja, macht Spaß. Deswegen mache ich das ja. Und zwar. Ha! Kurzschluss ist fort. Wenn das jetzt gepiept hätte, hätte ich, glaube ich, schon ein Herzkasper bekommen. Aber gut, da das Teil bei mehreren Kondensatoren außenrum gepiept hat, wäre es relativ unwahrscheinlich, dass das jetzt dann irgendein anderes Teil wie der zum Beispiel der LDO-IC gewesen wäre. Die nächste Frage, die sich jetzt stellt, ist folgende, und zwar, wenn ich das Teil jetzt wieder einbaue und anschalte, programmiert sich der Super IO-Chip dann von alleine? Der zieht sich ja normalerweise, also was heißt normalerweise, das Teil hat ja hier noch einen BIOS-Chip drauf. Wie jedes Laptop, wie jedes PC-Mainboard. Mein Gott, ich laber auch komplett eckig. Naja, egal. Und es gibt Modelle, bei denen zieht sich ein komplett leerer, neuer Super-I/O von alleine beim Einschalten das Backup, was hier auf dem BIOS-Chip drauf hinterlegt ist. Bei anderen Modellen passiert das nicht und man muss es mit einem speziellen Gerät, was ich auch schon auf meinem Kanal vorgestellt habe, mit dem Vertianov, muss man das Teil dann extern flashen. Wir versuchen es jetzt erstmal, das zusammenzubauen und schauen mal, ob sich das Teil von alleine beschreibt oder ob wir es noch flashen müssen. Alles soweit wieder halbwegs auf Position. Ich verschraube sowas nie final, weil es ja immer noch mal sein kann, dass ich irgendwas wieder auseinanderbauen muss. Und dann muss ich wieder alles von vorne aufschrauben. So, 19 Volt sind eingestellt. Ich gehe jetzt mal vorsichtshalber von 0 hoch. Man weiß ja nie, was ist. 12, 13, 14, 15, 19. Das ist jetzt eigentlich eher ein ungewöhnlicherer Strom, eigentlich ein bisschen zu hoch für meinen Geschmack. Gucken wir mal gerade mit der Wärmebildkamera drauf, ob wir vielleicht irgendwo, aber ich hatte es eigentlich alles fünfmal kontrolliert. Ich gucke gerade nochmal drüber, ob ich hier irgendwo Brücken drin habe oder so. Also ich habe jetzt mal sämtliche Lötstellen kontrolliert und nachgezogen. Jetzt ist es mittlerweile auch schon wieder 12:30 Uhr abends. Der Chip hier wird ein bisschen warm und der Strom ist mir ehrlicherweise etwas zu hoch. Ich weiß jetzt gerade zum aktuellen Zeitpunkt nicht, ob das gegebenenfalls daran liegt, dass der Super-IO-Chip jetzt noch leer und unbeschrieben ist. Oder ob hier noch irgendwo ein Problem vorliegt. Ich werde jetzt eher mal dahin tendieren, dass hier irgendwo noch ein Problem vorliegt. Schauen wir mal, ob wir die 3,3 Volt hier irgendwo messen. Wobei wir haben hier 3,3 Volt jetzt anliegen. Also der Chip wird jetzt versorgt mit 3,3 Volt. Oh, ich würde sagen, ich riskiere es einfach mal, versuche das Ding mal zu starten, dann gucken wir mal, was passiert. Vielleicht muss das ja einfach beschrieben werden. So, alle in Deckung. Jetzt geht der Strom runter auf den normalen Wert. Und das wäre jetzt, wie gesagt, die Reaktion, die ich erwarten würde bei einem Super IO Chip. Jetzt drücke ich mal auf den Power Button. Also, er kann nicht starten. Das heißt, er beschreibt sich jetzt nicht selbstständig. Kann auch sein, dass das jetzt ein Symptom davon ist, dass das Teil jetzt einfach nicht weiß, was es machen soll, mangels Firmware. Gut, dafür müssen wir jetzt hingehen und den Super IO Chip beschreiben. Das mache ich über den Tastaturkonnektor und dafür baue ich erstmal den Akku aus, weil der ist mir ansonsten in de Füß.
So, nach einer ewigen Fummelei ist es leider ein bisschen Try and Error immer von dem Kabel her. Also hier ist es jetzt praktisch auf der Oberseite von dem Flachbandkabel und hier ist es auf der Unterseite. So bekomme ich mit einem 26-Pin-Kabel mit dem Successor hier jetzt eine Kommunikation hin zum Board. Also funktioniert. Jetzt brauchen wir nichts zu lesen, weil da ist nichts drauf. Ich mache mal hier Load File. Dann auf das 991, wo habe ich es gespeichert? Hier, so jetzt habe ich hier zwei Ordner, von denen ich nicht weiß, welches dasjenige ist. Deswegen nehme ich jetzt erstmal das 1a und schreibe das mal drauf. Super IO-Reaktion, jetzt genauso wie sie sein soll. Ein RAM-Riegel brauchen wir auf jeden Fall fürs Starten. Nicht, dass ich jetzt wieder in meinem übernächtigten Kopf hier irgendwelche wesentlichen Sachen vergesse. Ist alles soweit dran. Das kann man abmachen kurz. Und jetzt schauen wir mal, ob es funktioniert. Die viele Arbeit. Eins, zwei und. Eins, zwei und eins, zwei und eins, zwei und es passiert überhaupt nichts. Mal kontrollieren, ob die Tastatur hier richtig eingesteckt ist. Wir haben RAM-Riegel drin, alles andere ist verbunden. Er liest den Power-Button nicht. Warum liest er den Power-Button nicht? Haben wir Spannung auf dem Power-Button? Wir haben 3 Volt auf dem Power-Button. Dann würde ich sagen, probiere ich gerade einmal fix die andere Datei und schaue, ob es damit was wird. Ich hatte jetzt ja zwei zur Auswahl. Das war es jetzt augenscheinlich vielleicht nicht, deswegen probiere ich jetzt einfach mal das andere aus. Und dann sehen wir uns gleich nochmal. 0 Uhr 0. Neue ist beschrieben. Und 1, 2. Ah, das gibt's doch nicht. Schmerz lass nach. 6,5 Stunden später. So, jetzt haben wir tatsächlich ein Zucken. Es hat auch schon mal ein Bootloop gemacht. Bin jetzt zu spät auf Record gekommen und es ist tatsächlich an. Also, es hat jetzt irgendwie einen kurzen Anlauf einfach nur gebraucht und ja, keine Ahnung. Ich habe jetzt zwei, drei verschiedene Versionen drauf geflasht und. Erklär's, wer es will. Keine Ahnung, ich kann es nicht erklären, aber gut. Das Wichtigste ist, dass es jetzt einfach wieder läuft. Ja, der Super-IO-Chip war defekt gewesen, den habe ich getauscht, neu geflasht, weil die kommen ja immer leer. Die muss man dann, wie gesagt, wie ich schon im Video jetzt erklärt hatte, neu beflashen. Und ja, warum ich jetzt mehrere Anläufe gebraucht habe, weiß ich nicht genau. Es ist und bleibt ein Rätsel, aber egal, wie gesagt, es funktioniert. Und damit ist ein weiteres Gerät vor der Tonne gerettet. In diesem Sinne, vielen Dank für die Aufmerksamkeit und bis demnächst.